Also willkommen zu einem weiteren Video von mir, und zwar stelle ich euch heute nur ganz kurz den Booster von mir vor. Und zwar ist es der Cannibal Ferox aus den USA. Ist so mit den Inhaltsstoffen in der EU auf jeden Fall nicht kaufbar, denn wir gehen mal schnell hier auf die Liste. Da steht es nämlich schon 4 Amino 2 Methylpentanethetat. Das ist dieser DMBA, ähnliche Amphetaminstoff, der sich natürlich auf euer Nervensystem auswirkt und diesen Fokus dann auch im Endeffekt produziert. Ihr habt auf jeden Fall im Booster hier noch 450 Milligramm Koffein, was auf jeden Fall eine hohe Dosis ist. Ich habe ihn auf jeden Fall probiert, geschmacklich auch sehr gut. Hier Mango, er schmeckt auf jeden Fall sehr sehr gut und der ballert auch echt schön. Also wenn ich euch was empfehlen kann, dann auf jeden Fall diesen Booster hier. Ich habe noch einen anderen, aber der war geschmacklich nicht so gut und den kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Wie gesagt, das ist die amerikanische Variante mit diesem Inhaltsstoff. In Europa ist es ja mittlerweile verboten, so wie in Deutschland. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Sehen wir uns zum nächsten Mal.